allen geht's gut. Ich habe richtig gute Laune. Ich muss sagen, der Job hier auf der Gamescom, der macht einfach mega, mega viel Spaß. Und ich weiß, dass viele von euch wirklich hier auch an der Bühne waren. Ihr habt Hallo gesagt und vor allem habt ihr mega Stimmung gemacht. Dafür an dieser Stelle echt ein dickes, fettes Dankeschön. Es ist einfach großartig, hier Leute stehen zu haben, die so mitmachen und die so mitfeiern. Natürlich gibt es heute auch wieder spannende Themen in dieser Folge. Ich war fleißig mit meiner Kamera unterwegs und wir fangen an. Oh Gott, Leute, meine Umkleide schreien ganz laut. Aber ist okay, ist eine Band, die dürfen das. Wir fangen an mit so ein paar Impressionen. Ich habe ein bisschen was zusammengesammelt, was ich hier auf der Messe erlebt habe, was ich so mache. Und das seht ihr jetzt. Herzlich willkommen hier in Halle 5.2 und vor allem natürlich, wie könnte es anders sein, herzlich willkommen hier an der Social Media Stage. Ich begrüße natürlich euch hier in der Halle ganz besonders, weil ihr seid den ganzen Tag da. Das Tolle ist, wir haben echt hier so eine Hardliner erste Reihe, das ist ganz geil. Wir haben die Jungs von gestern, hier standen nämlich einige Jungs in der ersten Reihe, gerade auf Facebook geschrieben und also auf meiner Seite und haben geschrieben so, heute, die machen in der ersten Reihe nicht so Stimmung, kann ich nicht sagen. Also heute gefällt mir das auch sehr, sehr gut. Und wir machen jetzt weiter im Programm. Und wie gesagt, ich sage nicht nur euch hier in der Halle Hallo, sondern auch euch da draußen in den Streams, an den Bildschirmen sozusagen, die die Welt bedeuten. Wenn ihr jetzt sagt, vielleicht sitzen da so 3-4 Leute. Nee, nee, nee. Ich habe gerade Zahlen bekommen. Über 6000 Leute verfolgen den Livestream. Also hallo da draußen, die Stimmung hier auf der Gamescom ist super. Schön, dass ihr zumindest per Bildschirm mit dabei seid. Auf der Bühne auch ganz fleißig T-Shirts, nämlich dieses.
T-Shirts in diesem Goodie-Bag sein. Du kannst dich ein Jahr damit anziehen, wer auch immer das gewinnen wird. Und das T-Shirt, das kommt auf jeden Fall auch in die Goodie-Bag-Tüte rein. Und dann habe ich was vom Chris Cross bekommen. Das ist ein Tänzer, der hat hier so eine geile Tanzshow gemacht und der hat eine Autogrammkarte da gelassen. Voll cool, könnt ihr das sehen? Ja, ne? Dann habe ich noch was anderes, mal kein T-Shirt, zum Anziehen habt ihr, glaube ich, dann genug. Und zwar eine DVD vom Tommy Krabbeis. Der war auch in meinem Donnerstagsvideo im Interview sozusagen, beziehungsweise hat ein kleines Lied auf der Gitarre geklimpert. Und der hat eine DVD dagelassen. Ich gucke, dass der die auch noch signiert. Der ist nachher noch mal hier und dann hole ich mir noch ein Autogramm darauf ab. Das Hotel zur Hölle kommt für euch auch in die Gewinnspieltüte mit rein. Und dann last but not least, so Jungs, jetzt brauche ich euren Support. Kommt mal hier rein. Ich zeige euer T-Shirt. Guckt mal hinter mir, stellt euch mal vor. We are Wolf. Wir sind We are Wolf aus Köln, Bonn und von überall her. Von da, wo du herkommst. Genau. Ja, We are Wolf. Ihr seid eine Band, ihr macht Krach, haben sie gesagt. Also haben sie sich vorgestellt, Krachmusik. Ja, Krach machen die auch. Ja, meine Freunde nannten es mal Staubsaugermusik. Nein. Also ich werde mich gleich davon überzeugen, wie die Musik ist. Auf jeden Fall, egal wie die Musik ist, sie haben ein cooles T-Shirt dagelassen. Das wandert nämlich auch ins Goodiebag mit rein, was am Ende von meinen vier Gamescom TV-Folgen nämlich verlost wird. Dankeschön, Jungs. Ja, danke. Habt ihr schön gemacht. Danke. So, kommen wir zu den Regeln. Ihr wollt es ja schließlich gewinnen. Und glaubt mir, da waren ja noch viele coole Sachen rein. Also, ich habe mir das mal aufgeschrieben, die Gewinnspielregeln. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen, logisch. Alles, was ihr machen müsst, wenn ihr den Hauptpreis gewinnen möchtet, nämlich eben diese Goodie-Tüte oder vielleicht auch den zweiten oder dritten Preis. Ich habe mir nämlich überlegt, vielleicht gibt es noch einen zweiten oder dritten Preis. Ich liebe Leute, die hinten in mein Video reinrennen. ist, dass ihr ein Gamescom-Foto macht. Vielleicht sagt ihr jetzt, nö, ich bin ja gar nicht auf der Gamescom, aber es muss jetzt kein Foto auf der Gamescom sein. Das kreativste Foto zum Thema Gamescom gewinnt. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel auch mein Gamescom TV, meinen Stream gucken, mein Video gucken, whatever, irgendwas zum Thema Gamescom und dann ein Selfie machen, wie ihr das Ganze guckt. Wichtig ist nur, dass ihr das Foto, das ihr dann eben macht, auf meiner Facebook-Seite, die verlinke ich euch hier irgendwo, postet. Und unter allen, die da posten, ich schaue mir das alles an. Ich alleine bin die Jury, finde ich aber auch okay. Und das Foto, was mir am allerbesten gefällt, was am kreativsten ist, was vielleicht am lustigsten ist, am spannendsten, whatever, lasst euch echt was einfallen. Derjenige oder diejenige darf natürlich auch ein Mädchen mitmachen, beziehungsweise ein Mädchen gewinnen, bekommt dann den Hauptpreis. Und wenn ihr richtig cool und richtig viele Fotos macht, ja, vielleicht gibt es dann auch noch einen zweiten und dritten Preis. Ich habe hier noch so ein paar T-Shirts und andere Geschenke liegen. Aber wie gesagt, es gibt einen großen Hauptpreis, wo alles reinwandert, was ich erstmal zusammensammle. Und ja, macht ein richtig cooles Foto, seid kreativ und postet es auf meiner Facebook-Seite. Und ja, dann verlose ich, ich würde sagen, in roundabout 5, 6, 7 Tagen das ganze Paket. Beziehungsweise wird dann der Gewinner oder die Gewinnerin verkündet. So, ich hoffe, ich habe die Regeln einigermaßen verständlich erklärt. Ich schreibe sie unten nochmal in die Infobox rein. Und für heute war es das auch schon wieder. Ich werde jetzt noch ein bisschen arbeiten. Und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Guckt noch ganz viele Videos von mir und lasst ein Abo da. Tschüss.